Hallo Modellbahn- und Elektronikfreunde. In einem der anderen Videos hatte ich ja hier mal diese Kehrschleife vorgestellt, wie man die aufbaut. Und in diesem Video geht es mal hier um eine Ergänzung. Man sieht ja hier auf der rechten Seite unten diesen Bahnübergang. Und da soll natürlich dieser gesichert werden mit Andreaskreuzen und einer Blinkanlage. Die Frage ist jetzt, wie kann man das machen? Ich habe hier zwar schon was aufgebaut, aber noch nicht in Betrieb genommen. Und die Frage ist, wie kann man sowas machen und wie sieht jetzt hier in dem Fall diese Schaltung aus? Und darauf will ich mal ein bisschen eingehen. Wenn man so eine Schaltung für so einen Bahnübergang sich ausdenkt, dann kann man ja vielleicht denken, das ist ja alles ganz einfach. Allerdings wird man dann vor Probleme gestellt, die irgendwie recht merkwürdig sind, weil man verschiedene Dinge beachten muss. Ich habe deswegen hier mal drei so Varianten aufgezeichnet, die ich mir erstmal überlegt habe, die allerdings auch alle so ihre Nachteile haben. Das heißt, die eine Schaltung, die ich jetzt hier habe, ist nicht hundertprozentig oder so. Ich fange mit der ersten Variante an. Und zwar ist hier die Variante, dass man eigentlich nur einen RS-Flipflop hat. Und auf dieser Seite wird die Anlage eingeschaltet, also mit Z. Und auf dieser wird sie ausgeschaltet mit Reset. Das funktioniert allerdings nur dann, wenn hier eine Lok durchfährt, also kein Zug, also eine Lok setzt zunächst diese RS-Flipflop, dann wird die Anlage eingeschaltet, die Lok fährt weiter und wenn die Lok hier über Reset, diesen Sensor hier geht, dann wird sie wieder ausgeschaltet. Jetzt sieht man schon das Problem, das muss natürlich auch in die andere Richtung gehen, wenn die Lok von der anderen Seite kommt. Das heißt, ich muss auch dafür sorgen, dass von dieser Seite aus die Anlage eingeschaltet werden kann und hier ausgeschaltet werden kann. Was aber passiert, und das ist jetzt ein Nachteil, wenn ein Zug durchfährt, der über dieser Länge hier verläuft, also zwischen A und D, dann ist es so, klar wird es hier gesetzt. Wenn der Zug aber hier die gesamte Länge ja überbrückt, dann wird er hier eventuell schon zurückgesetzt. Das ginge vielleicht, das kriegt man noch hin, dass es also nicht dort zurückgesetzt wird. Aber was passiert, wenn das Zugende hier sozusagen weggeht und hier einfach ein Reset ausgelöst wird? Dann steht nämlich der Zug oder fährt noch hier über den Bahnübergang, aber die Anlage ist ausgeschaltet. Und das darf natürlich nicht sein. Also die erste Variante ist eigentlich nur sinnvoll, wenn man weiß, hier in diesem Abschnitt fährt wirklich nur eine Lok oder hier so ein Triebwagen, so ein gläserner Zug oder sowas, der relativ kurz ist, der hier sozusagen ein Z auslöst und dort hinten ein Reset auslöst. Für Züge, die länger sind, ist das eigentlich ungeeignet auf jeden Fall. Ich habe ja hier bei der ersten Idee zwei Sensoren verwendet, nämlich bei A und bei D. Also diese Kreuze zeigen an, dass sich dort Sensoren befinden. Bei der zweiten Idee habe ich vier Sensoren verwendet, nämlich A, B, C und D und diese dann oder verknüpft. Und wenn man sich jetzt das vorstellt, dass hier von links ein Zug reinfährt, dann wird hier bei A ausgelöst, die Anlage wird eingeschaltet, bei B, bei C oder bei D. Und wenn der Zug erst komplett diesen ganzen Bereich verlassen hat, also über D hinaus gefahren ist, dann wird die Anlage ausgeschaltet. Das hat aber einen Nachteil, wenn eine Lok nur reinfährt, die kürzer ist als der Abstand zwischen A und B. Das heißt, wenn die Lok hier reinfährt, A auslöst, wird die Anlage eingeschaltet. Wenn sie hier zwischensteht, wird sie wieder ausgeschaltet. Und wenn sie hier ankommt, viel zu kurzfristig, sage ich mal, wird sie wieder eingeschaltet. Also das funktioniert hier nur, wenn man weiß, dass da eigentlich nur Züge durchfahren. Das mit der Oder-Verknüpfung ist aber schon ein bisschen besser als diese erste Idee. Und wenn man wenn man diese zweite Idee mit der Oder-Verknüpfung noch mit dem Monoflop verbindet, das heißt also, wenn man sagt, man löst hier bei A aus und wartet eine gewisse Zeit, bis B erreicht wird, dann kann man diese Strecken auch mit einer Lok überbrücken. Und letztendlich habe ich auch diese Schaltung hier mal aufgebaut. Es gibt natürlich da auch wiederum einen Nachteil, nämlich die Geschwindigkeit. Ich muss ja dieses Monoflop zeitmäßig einstellen. Das heißt, wenn ich nicht weiß, wie schnell der Zug hier ist, dann kann es durchaus sein, dass die Anlage zu lange anbleibt. Andererseits, wenn zu langsam gefahren wird, dann muss auf jeden Fall sichergestellt werden, dass hier dieser Auslöser bei A so lange andauert, bis die Lok oder der Zug hier bei B ankommt. Das heißt, bei dieser Version ist auf jeden Fall eine Justierung notwendig. Das heißt, ich muss dort die Zeit mir irgendwie nehmen oder messen und dann entsprechend dieses Monoflop sozusagen einstellen. Und wie das jetzt mal funktioniert hier bei mir in der kleinen Kehrschleife, will ich mal kurz zeigen. Man sieht jetzt hier mal den Aufbau. Ich habe hier die Abschnitte A, B, C und D.
Man sieht, ich habe also hier, also hier steht die Lok, hier ist A und kurz vor dem Bahnübergang ist hier B und dann kommt C und D. Wichtig bei dem ganzen Aufbau ist, dass der Abstand zwischen B und A gleich dem Abstand zwischen C und D ist. Ich habe dann mal einfach nur eine Schnur genommen und mal abgemessen, so grob, wo ich denke, dass es gut ist, dass die Anlage sich einschaltet und bin danach einfach gegangen. Das ist also jetzt so willkürlich festgelegt. Ich fahre jetzt mal mit der Lok hier los. Und man achte mal hier auf der Seite, ist zum einen natürlich die Blinkanlage und hier auch dann, wenn er sozusagen triggert. Ich fahre hier mal los und man sieht jetzt, die Anlage wird eingeschaltet. Ich fahre jetzt relativ langsam und das meinte ich vorhin oder gerade eben mit der Zeit. Wenn ich also zu langsam fahre, dann schaltet sie wieder aus. Das heißt, hier in dem Fall, wenn ich mit dieser Geschwindigkeit hier durchfahren will, sicher durchfahren will, dann muss ich auf jeden Fall vom Monoflop nochmal die Zeit ändern. Ich fahre jetzt nochmal zurück und löse gleich nochmal aus. Ich bleibe mal hier stehen und fahre nochmal etwas schneller dort rein. Ich warte erstmal, bis hier das Blinklicht ausgeht. Jetzt ist es aus und ich fahre jetzt mal etwas schneller durch. Es wird also wieder ausgelöst. Jetzt sieht man, hier wird nochmal nachgetriggert bei B und C. Und wenn ich jetzt hier praktisch weiterfahre, dort am Ende wird nicht mehr ausgelöst. Die Lok ist jetzt außerhalb des gesamten Bereichs und kurz danach geht auch die Blinkanlage jetzt aus. Wenn ich jetzt hier einen Wagen ranklemme, ranhänge nochmal, nicht ranklemme, aber wenn das mal gehen würde. Das geht im Moment nicht. Ich weiß jetzt nicht warum. Ah, jetzt ist er dran. Und ich fahre jetzt nochmal zurück. Mit der gleichen Geschwindigkeit passiert das Gleiche. Also er löst hier aus. Und hier triggert er nochmal nach. Hoffe ich zumindest. Da. Ja, mit den Sensoren sieht man, das ist etwas doof gemacht im Moment noch. Aber die verschwinden ja sowieso also unter der Platte. Und wenn ich jetzt hier außerhalb des Bereichs bin, dann wird man gleich sehen, die Anlage geht hier auch wieder aus. Es funktioniert also für diesen Fall ganz gut. Wenn ich weiß, also wie schnell die Lok hier und der Zug hier durchfährt, dann brauche ich nur das Monoflop hier einzustellen von der Zeit her. Und dann geht das eigentlich von jeder Seite. Neben der Zeiteinstellung für das Monoflop ist noch eine andere Sache zu beachten. Und zwar folgendes, wenn ich also hier bei D reinfahre, dann muss hier ausgelöst werden und diese Zeit, das Monoflop muss also getriggert werden bis C. Wenn ich jetzt hier rausfahre und hier bei A ankomme, dann muss an der Stelle verhindert werden, dass nochmal nachgetriggert wird, weil sonst würde die Anlage relativ spät ausgehen, nämlich die Zeit nochmal zwischen B und A. Das heißt, ich muss eine Sperre einbauen, wenn hier zuerst getriggert wurde, darf hier nicht nachgetriggert werden und wenn hier zuerst getriggert wurde, darf dort nicht nachgetriggert werden. Und wie die Schaltung jetzt aussieht, will ich mal kurz zeigen und dann auch durchgehen. Hier ist nun die Schaltung zu sehen. Ich habe sie extra diskret aufgebaut, also nicht mit dem Mikrocontroller, sondern einfach mit ein paar Bauteilen. Und ich will da mal ganz kurz durchgehen. Ich fange mal hier auf der rechten Seite an. Hier sind zwei Möglichkeiten von Blinkschaltung gegeben. Man kann natürlich auch andere Schaltungen nehmen, das spielt keine Rolle. Denn diese Schaltung hier oben rechts, die wird nur eingeschaltet über den Transistor V3. Auf der linken Seite haben wir hier die Lichtschrankenmodule, vier Stück, nämlich A, B, C und D. Und die gelangen hier zu einer Logik. Und die Logik wiederum steuert hier ein Monoflop, ein nachtriggerbares Monoflop. Das Monoflop wird ja zunächst über D oder A, also ist hier unten, ausgelöst. Und wenn das ausgelöst wurde, dann geht dieser Q auf 1, er schaltet den Transistor durch, die Anlage hier wird eingeschaltet, die Blinkanlage. Gleichzeitig geht aber hier von Pin 3 noch was zurück zur Logik, das heißt, ich habe hier eine Rückkopplung, die verhindert nämlich dann, wenn die Anlage ausgelöst ist, dass dann bei D oder A nicht mehr nachgetriggert werden kann. Das war ja der Sinn, dass wenn der Zug rausfährt, nicht nochmal nachgetriggert wird, denn sonst würde die Anlage noch sehr viel später erst wieder ausschalten. Man sieht hier auch ganz schön, ich habe alles mit NANDs aufgebaut. Das heißt, ich brauche von den Bauteilen her nur zweimal 74HCT00, zweimal NE555 und dann eben hier die Lichtschrankmodule, hier noch ein bisschen Kleinkram, Hühnerfutter, wie man ja so sagt, Widerstände, Kondensatoren
Und mehr ist es eigentlich dann auch nicht. Bis jetzt habe ich ja die Schaltung hier nur auf dem Steckbrett aufgebaut und als nächstes werde ich also die Lichtschrankenmodule jeweils unter die Platte bringen. Das heißt, ich muss hier erstmal ein bisschen bohren, werde dann die Module dort irgendwie anbringen mit einer Lochrasterplatine, so wie ich es ja auch in der Kehrschleife schon gemacht habe für die Weiche. Und was mir auch noch aufgefallen ist, hatte ich vergessen zu sagen, wenn also hier die beiden Lichtschranken B und C so blieben und es kommt hier eine kurze Lok rein, die hier stehen bleibt, dann würde irgendwann die Blinkanlage ausgehen. Das heißt, ich werde Folgendes machen. Ich werde hier quer rüber, also sozusagen hier so in dieser Richtung quer, hier über den Bahnübergang die Lichtschranke anbringen. Das heißt, hier Sender, dort Empfänger, sodass, wenn dort eine Lok stehen bleibt, die Anlage auch auf jeden Fall anbleibt. Man sieht jetzt hier, dass ich die Lichtschranke eingebaut habe. Und dadurch, dass die Schienen ja schon lagen, konnte ich also nicht komplett die Module hier nehmen, so wie sie sind. Da ist ja noch dieses Plastikteil drum, sondern ich musste dieses Plastik abmachen und dann hier die Module sozusagen einsetzen. Wie ich das gemacht habe, will ich mal kurz zeigen. Ich hatte ja eben gesagt, dass ich eigentlich hier quer rüber die Lichtschranke ja gestalten will. Das Problem ist natürlich jetzt, wenn jetzt ein längerer Wagen hier durchfährt, dann ist bedingt dadurch, dass es ja hier eine Kurve ist, die Frage, wo man es platziert, nicht, dass der dagegen fährt. Deswegen habe ich mich jetzt umentschieden, doch hier die Lichtschranken innerhalb des Gleises zu verlegen. Und ich will mal kurz zeigen, wie ich es gemacht habe, wie gesagt. Ich werde dazu immer die Lücken zwischen den Schwellen natürlich verwenden und keine Schwelle rauskneifen oder so. Ich werde dazu einen Bohrer nehmen, ungefähr 3 mm im Durchmesser, da komme ich gerade so durch und werde als erstes hier jeweils 2 Löcher reinbohren. Wenn man sowas macht, dann sollte man natürlich darauf achten, dass darunter jetzt auf der Runterseite von der Platte keine Kabel verlegt sind. Also ich bohre jetzt hier jeweils 2 Löcher und es geht relativ einfach. Ich hoffe, dass man das einigermaßen sieht. Ich muss vielleicht noch mal ganz kurz, weil ich gerade sehe, die Maschine ist da im Weg von der Sichtweise, die Kamera verstellen. Moment. Also ich bin jetzt direkt hier am Gleis und jetzt fange ich an, einfach hier mit dem 3 mm zu bohren. Zweimal. Wir müssen wegpusten oder so. Das Holz und das sind jetzt 2 Bohrungen, aber die Leuchtdioden würden jetzt wahrscheinlich noch nicht so passen, deswegen werde ich diese beiden Bohrungen miteinander verbinden, indem ich hier den Bohrer immer so hin und her bewege. Ein bisschen abgerutscht, macht aber nichts. So, und ich werde jetzt mal umstellen die Kamera und das Ganze mal von oben zeigen, dann sieht man es besser. Man sieht jetzt hier das Längsloch und da passt jetzt auch dieser Senderempfänger rein. Und als nächstes werde ich allerdings erstmal die kleine Platine dafür vorbereiten. Damit die Lichtschrankmodule hier gut passen und sitzen, habe ich ja bis jetzt es immer so gemacht, dass ich hier so eine Leiterplatte vorbereitet habe, so eine Lochrasterplatine. Dort ist ja auf der Rückseite jetzt das Modul drauf und hier noch diese 2 Widerstände und 2 Bohrungen, sodass es sozusagen einheitlich ist. Und ich habe jetzt folgendes gemacht, ich habe bereits hier eine andere Leiterplatte, dort habe ich bereits schon, so wie es hier auch ist, die Widerstände aufgelötet, wie man sieht. Und auch diese beiden Bohrungen gesetzt, um die Platine hier anzuschrauben. Und jetzt werde ich von der anderen Seite von der Platine natürlich hier das Modul ransetzen. Das Problem ist, ich weiß natürlich nicht, wie lang das sein muss, also wie lang muss es überstehen. Und deswegen werde ich es erstmal lose ansetzen. Man sieht jetzt hier, ich habe also dieses Lichtschrankmodul einfach mal reingesteckt, lose, nicht angelötet. Und was ich jetzt mache, ich werde es jetzt in die vorgesehene Bohrung dort reinsetzen. Das Plastik werde ich vorher abmachen. Ich werde dann auch erstmal die Beine hier umbiegen, dass das nicht rausfliegt. Und dann werde ich es ansetzen und von der Höhe her anpassen. Das heißt, ich werde von der Oberseite der Platte dann gucken, dass die hier nicht zu weit vorstehen. Und dann werde ich die festschrauben und auch von der Rückseite anlöten. Und danach werde ich nochmal abschrauben, die ganze Sache, und das nochmal alles schön verlöten. So, man sieht jetzt hier von der Rückseite die beiden Langlöcher.
Und ich habe jetzt hier mal das Modul vorbereitet. Ich habe also hier die Beine abgeknickt, dass ich also, dass das nicht rausgeht. Muss mal gucken, ob man das sieht. Ja, da sind die Beine abgeknickt von den, vom Lichtschrankenmodul. Und jetzt mache ich Folgendes, ich ziehe jetzt einfach hier die Kappe ab. So. Und jetzt werde ich das praktisch hier so reinsetzen. Und wie gesagt, ich kenne ja die Länge nicht, wie weit es also rausgehen soll oder muss. Ich werde es also so ansetzen. Dann werde ich von der Oberseite genau die Länge, also praktisch abmessen, beziehungsweise die Leuchtdiode und den Empfänger hier durchdrücken, soweit es notwendig ist. Und dann werde ich hier die Leiterplatte erstmal grob anschrauben und danach erstmal Leuchtdiode, also Infrarotdiode und Empfänger anlöten. Das ist also ein bisschen friemlich, das muss ich leider ohne Kamera machen. Und danach zeige ich dann mal ganz kurz das Ergebnis. Man sieht jetzt hier die Lichtschranke und man sieht allerdings auch, die steht zu weit vor. Die ist aber, wie gesagt, noch nicht angelötet, deswegen werde ich die hier ein bisschen runterdrücken. Vorsichtig. So, dass sie auf eine geeignete Höhe kommt. Und wenn ich jetzt mal auf die Rückseite gehe der Platte, da sieht man also jetzt hier das Modul und habe das also so angeschraubt im Moment, noch etwas lose zwar, aber jetzt kann ich auf jeden Fall das Lichtschrankmodul hier erstmal anlöten, dann ist die Höhe fixiert und danach werde ich dann die Leitung da anlöten. So, hier sieht man jetzt die beiden Module für den Bahnübergang, sind erstmal soweit verlötet und auch die 5 Volt, also rot und blau hier, sind angeschlossen und jetzt drehe ich mal um. Und man sieht jetzt hier die beiden Module, sie funktionieren und als nächstes werde ich die Schaltung auf eine Lochrasterplatine löten. So, aufgelötet sind die Sachen hier auf der Lochrasterplatine. Hier sind die beiden Nähendgatter, hier sind die beiden Timer mit den weiteren Bauteilen. Hier auf der rechten Seite, da kommen die Leuchtdioden ran für die Blinkanlage. Hier links ist die Einspeisung 5 Volt und hier sind diese 4 Sensoren A bis D. Und jetzt drehe ich nochmal die Platte um, um den Funktionstest letztendlich durchzuführen. So, jetzt nochmal ein Test. Man sieht hier unten links, ich habe hier nur so 2 Leuchtdioden dort angeklebt. Das ist jetzt die Blinkanlage und ich fahre jetzt mal los mit dem Zug in der Richtung, in dieser Geschwindigkeit. Man sieht, die Leuchtdioden gehen hier an. Fängt an zu blinken und es funktioniert eigentlich soweit ganz okay. Jetzt wird normalerweise nachgetriggert bei diesen beiden Sensoren. Jetzt ist der Zug drüber und wenn ich jetzt hier den Bereich verlasse, dann geht auch kurz danach hier die Blinkanlage aus. Also von der Zeit her ist es ganz gut im Moment. Und wenn ich jetzt hier zurückfahre, natürlich genau das gleiche wie vorhin ja eigentlich auch schon. Blinkanlage ist an. Bleibt auch an. Und wenn ich den Bereich dort drüben praktisch verlasse, dann geht sie auch wieder aus. Das dauert im Moment etwas, weil ich ja vielleicht nicht etwas schneller gefahren bin. Ich mache jetzt mal den Wagen hier ab, den Waggon ab und werde nur mit der Lok fahren. Und da ist natürlich genau das Gleiche. Ich muss also eine Mindestgeschwindigkeit haben, damit es funktioniert. Das war ja das Problem hier. Aber wenn ich so durchfahre mit der Geschwindigkeit, dann klappt das ganz gut. Wie gesagt, wenn es nicht klappt, dann muss das Monoflop anders konfiguriert werden oder dann eine andere Zeit eingestellt werden. Ich fahre nochmal zurück wieder. Und das funktioniert eigentlich soweit, wie gesagt, ganz gut. Und jetzt könnte man auch mit dem Signal, was hier die Blinkanlage einschaltet, natürlich auch Schranken hoch und runter fahren lassen. Das habe ich jetzt hier nicht gemacht. Vielleicht auch nochmal ein Hinweis. Ich habe hier die Lichtschrankenmodule auseinandergenommen. Das heißt, dieses Plastikteil abgenommen, damit ich die hier durchbekomme. Man muss dann aber hinterher noch so einen Steg einsetzen. Das sieht man hier. Ich habe einfach ein Stück Pappe genommen, weil die Infrarot-Leuchtdiode natürlich auch ein bisschen zur Seite abstrahlt, sodass eigentlich schon der Fototransistor dort was abbekommt und das Signal eigentlich schon
ja, gesetzt ist. Das darf natürlich nicht sein. Deswegen habe ich hier und dort und auch bei den anderen jeweils so ein Stück Pappe hier dazwischen geklebt oder gesteckt, dass hier in keinem Fall das Licht, was zur Seite wegstrahlt, hier den Phototransistor beeinflusst. Das wäre mal so ein Hinweis, falls jemand das nachbauen sollte. Ja, das war mal wieder hier so zum Thema Modellbahn und diesen Bahnübergang. Und ich wünsche weiterhin viel Spaß und tschüss.